Hallo und herzlich willkommen zu den Youth Start Digital Erklärvideos. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie unsere Lerninhalte in Ihre Kurse verknüpfen können. Damit Ihre Schülerinnen und Schüler Zugriff auf die Materialien erhalten, müssen Sie unsere Lerninhalte in Ihren Kurs verknüpfen. Gehen Sie dafür bei Ihrer lms.at Startseite auf Mitgliedschaften, Schulen, Youth Start Digital. Hier sehen Sie die Übersicht von Youth Start Digital. Um zur Bibliothek zu kommen, stehen zwei Klickwege zur Verfügung. Variante 1. Klicken Sie auf Anwendungen und anschließend auf Bibliothek. Variante 2. Klicken Sie im Feld zu den Modulen auf die entsprechende Schulstufe und Sie kommen direkt zu den angebotenen Modulen. Falls Sie mit unseren Unterrichtsmaterialien noch nicht vertraut sind, können Sie diese hier einsehen. Wenn Sie ein Modul gefunden haben, das Sie gerne im Unterricht einsetzen möchten, klicken Sie auf die Checkbox in der linken oberen Ecke des Moduls. Jetzt haben Sie das Modul ausgewählt und können in der grauen Leiste unter Bearbeiten das Modul verknüpfen. Sie können auch direkt auf den roten Stift beim jeweiligen Modul klicken und dort Verknüpfen auswählen. Das Modul befindet sich jetzt in Ihrer Zwischenablage. Klicken Sie nun auf Ihre Startseite und dann unter Mitgliedschaften auf Ihren Kurs. Dort gehen Sie an der grauen Leiste auf Bibliothek. In der grauen Leiste sehen Sie den Punkt Zwischenablage. Klicken Sie darauf und dann auf Objekt einfügen. Nun sehen Sie unser Modul in Ihrem Kurs. Natürlich können Sie auch mehrere Module gleichzeitig verknüpfen. Dafür müssen Sie nur mehrere Module mit einem Häkchen versehen, bevor Sie bei Youth Start Digital auf Verknüpfen klicken. Das war's auch schon. Jetzt haben Sie Zugriff auf alle Lernmaterialien von Youth Start Digital und können sie jederzeit im Unterricht verwenden. Aktualisierungen von einzelnen Lerninhalten werden automatisch in Ihre Kurse übernommen. Viel Spaß bei Youth Start Digital!